Deck 13 war der Entwickler und Ankh heißt das Spiel, das ich jetzt mit euch gemeinsam let's playen will. Das Spiel ist im Jahre 2005 erschienen, ist ein Point-and-Click-Adventure und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich so viel dazu erzählen soll, denn ich meine Point-and-Click-Adventure und so und ja, zur Story, ach, die sehen wir im Intro ganz gut und ich muss sagen, ich musste mir damals, also vor einer Woche oder so, wo ich das Spiel mir jetzt mal erstmal angeschaut habe, muss ich sagen, musste ich mir richtig einen ablachen beim Intro und jetzt versuche ich mal still zu bleiben, damit ihr das Intro genießen könnt. Also wünsche ich euch viel Spaß und ja, möge das Let's Play beginnen. Wir sind fast da. Dort vorne müssen wir nach links. Passt auf die Fußfallen auf. Hier hinauf. Jetzt noch an diesem Hebel ziehen. Und hier ist sie. Die Grabkammer des Skarabäenkönigs. Nett hier. Du könntest deinem Vater öfter mal die Schlüssel klauen, Asiel. Gib mal ein Bier rüber. Verdammt. Wir haben den Flaschenöffner vergessen. Egal. Wer erzählt die erste Gruselgeschichte? Also ich finde es auch ohne Gruselgeschichte schon ziemlich gruselig. Glaubst du etwa an Geister, du Weichei? Ich fand schon gruselig genug, durch die ganzen Fallen zu stapfen. Ach, wir sind in keine einzige Falle getappt, haben keine Mumien gesehen. Was soll uns denn jetzt noch passieren? Du hast mein Grab entweiht! Das macht dann bei 6 kaputten Urnen einen Verweis! Nee, 7. Oh, hoppla. 7? Na, dann ist es ein Todesfluch! Dann mach das mal deinem Vater klar. Zumindest haben wir jetzt einen Flaschenöffner. Oh Gott, allein das Intro schon. Ich glaube, das zeigt so ungefähr, um was es in dem Spiel geht. Also vom Humor her auch, dass es super ist. Ich glaube, es hat damals auch den Deutschen Entwicklerpreis gewonnen. Also es kommt aus Deutschland, das Spiel. Oh. Ang. Ich muss mir die ganze Zeit einen ablachen bei diesem Intro. Right by the desert, that's where Egyptians have fun. Yes, this is Cairo, it's all magic and sand. With the greatest of culture, but it's all in your hand. Ooh, with the god of the gods and the girls with their beautiful hair. Prepare, but beware, take care. See the Sphinx and worship the pharaoh, go meet the crocodile. Kriegt mich gerade gar nicht mehr ein. Ich finde dieses Intro so geil. Das ist einfach nur super. Ach ja, falls euch die Stimme von dem Asiel bekannt kam, also von der Hauptfigur, da links auf zu sehen, der gute Herr, der ist die deutsche Stimme, also der ihn spricht in dem Spiel, das ist auch die deutsche Synchronstimme von Ben Stiller. Wollte ich gerade noch so anmerken. Kapitel 1. Audienz mit Hindernissen. Ich bin ruhig. Ja, ich bin ruhig. Gehen wir in Ägypter. Asiel, hast du gestern meinen Schlüssel mitgenommen? Ja, also... Wenn das der Pharao herausfindet, wird er außer sich sein. Vater, ich habe ein ganz anderes Problem. Ich bin von einer Mumie verflucht worden. Und nur der Pharao kann so einen Fluch wieder von mir nehmen. Mumienfluch? Werd endlich erwachsen. Du willst dich nur vor deiner Strafe drücken. Und die lautet, eine Woche Hausarrest. Eine Woche? Vater, vielleicht habe ich nur noch ein paar Stunden zu leben. Ich will keine Ausflüchte mehr hören. Ach, das ist zwecklos. Also ihr seht, die Dialoge sind auch sehr gut vertont. Das ist mal richtig schön bei einem deutschen Spiel. Das ist man ja normalerweise nicht so gewöhnt. Normalerweise sind die ja immer grattlich vertont. Verdammt! In ein paar Stunden schickt mich ein Fluch in die Totenwelt. Und nur der Pharao hat die Macht, mir zu helfen. Aber wenn ich durch diese Tür mein Zimmer verlasse, wird mir mein Vater bestimmt noch Schlimmeres antun. Wie komme ich da bloß wieder raus? Guter Wurf, Matschauge. Los, steig ein! Ich? Nein, geh du zuerst. Na also,
So könnte ich ungesehen entkommen. Vielleicht habe ich heute doch noch Glück. Ja, also wir wurden von einer Mumie verflucht und haben jetzt das Ankh um den Hals hängen. Das ist ein Kreuz, was den, was irgendwie so für das körperliche Leben steht und gleichzeitig auch noch für das Leben nach dem Tod. Was haben wir denn hier Schönes? Also ihr seht Point-and-Click-Adventure. Ah, hier ist ein Hebel. Benutzen wir den doch mal. Ja, dann bewege ihn doch mal. Ah, so benutze ich ihn. Okay, und das hat jetzt was gebracht. Also ich sehe da jetzt nicht, dass es was gebracht hat, aber okay. Betrachte verschiedene Nahrungsmittel. Was ist denn da drinne? Obwohl sie hier oben stehen, sind sie ein gefundenes Fressen für die Ratten. Ja. Obwohl sie hier oben stehen, sind sie ein gefundenes Fressen für die Ratten. Ja, die Ratten, die können auch nach da oben kommen. Das ist wahrscheinlich. Zum Beispiel, wir haben Mäuse auf dem Balkon und wir wohnen im 5. Stock und ich habe keine Ahnung. Die müssen ja 5 Stockwerke nach oben klettern. Kranke Viecher. Nun gut, und Ratten können das wahrscheinlich auch. Also da oben gibt es, glaube ich, nichts Interessantes. Eine wertvolle Topfpflanze. Moderner Gärtnerkunst. Ja, also das sieht echt nach einem verwaschenen Prachtstück aus. Schmutziges Hemd kann ich nehmen. Mein altes Hemd. Absolut reißfester Stoff. Ja, dann nimm's doch da mal mit. Da ist ja ein Silberstück drin. Das könnte sich als nützlich erweisen. Oh, man muss doch hoffen. Ah, da oben werden unsere Sachen angezeigt, die wir dabei haben. Gleich unter der FPS-Zahl, aber die seht ihr ja eh nicht. Betrachte teure Vase der Hatschepsut-Dynastie. Sie wird von einem alten borstenlosen Pinsel gestützt. Hatschepsut, das war glaube ich die einzige Pharaonin, wenn ich mich nicht täusche. Sie wird von einem alten borstenlosen Pinsel gestützt. Dann nehmen wir doch mal den Pinsel mit und schauen, was vielleicht in der Vase drin ist, wenn sie runterfällt. Hey, die Vase hat den Mechanismus der Tür gelöst. Ah, da kann man gleich noch in die Tür reinschauen. Ja, also ihr seht Point-and-Click-Adventure und so. Ich bin eigentlich ein ziemlicher Depp, was Point-and-Click-Adventures angeht. Aber ich habe mir gedacht, hey... Den Kleiderbügel nehme ich auch noch mit. Vater hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich ihn mir kurz ausleihe. Nein, der freut sich bestimmt drüber. Ja, ich habe mir gedacht, mal wieder ein Point-and-Click-Adventure, auch wenn ich da eigentlich nicht so der Fake drin bin. Mit Skizzen könnte man hunderte Windschiefer-Monumente bauen. Aber ich hatte so viel Spaß mit Böse Nachbarn und das ist ja im Prinzip auch nur Point-and-Click, dass ich mir gedacht habe, wagst du dich mal an ein bisschen größeres Spiel dran. Also so besonders lang ist das Spiel nicht, das ist glaube ich, 5 Stunden oder so habe ich irgendwo gelesen, aber mit meiner Intelligenz dauert das bestimmt länger. So, was haben wir denn hier das Schönes? Kombiniere teures Gewand mit Kleiderhaken. Ein Kleiderhaken aus Vaters bestes Stück. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Oh, schade. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Schmutziges Hemd mit Kleiderhaken. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Schmutziges Hemd mit schmutziges Hemd. Das kann ich als Seil benutzen. Und damit könnten wir vielleicht sogar da irgendwie nach oben rauskommen. Linken Durchgang zum Atrium. Sagen wir gehen mal wieder nach oben. Wo waren die teure Blumenampel? Vielleicht kann mir dieses Schmuckstück bei meiner Flucht helfen. Ah, da könnten wir vielleicht... Können ein wir den... Kleiderhaken ja. Können wir den vielleicht da dranhängen? Nein. Ja, ich vermute mal, dass wir irgendwie... Dass wir das Seil irgendwie da dran... Dass wir da irgendwie das... Ja, dass wir das da irgendwie dranhängen müssen und dann da raus schwingen können. Probieren wir es mal. Ah ja, das sieht gut aus. Keine Sorge, Matschauge. Ich glaube nicht, dass uns da drin Gefahr droht. Oh Gott, die sehen aber auch aus. Oder vielleicht doch? Entschuldigung. Was geht denn da drin vor? Da solltet ihr lieber nicht reingehen, wenn euch euer Leben lieb ist. Aber wir sind doch finstere Meuchelmörder. Ja, so schaut ihr aus. Gestern erst haben wir das Diplom erhalten. Na, dann meucheln wir wenigstens erstmal dich. Du gibst sicher eine prima Aufwärmübung ab. Das Diplom gibt es nicht mehr. Es ist mittlerweile der Master, mein Freund. Wer hat euch Witzfiguren denn engagiert? Oh, bitte tut mir nichts. Was muss ich tun, um euch loszuwerden? Tut mir leid, aber ich hab's eilig. Ich muss zum Pharao. Mich würde erstmal interessieren, kann man diesem Adventure eigentlich sterben? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Mich würde erstmal interessieren, kann man in diesem Adventure eigentlich sterben? Die Entwickler lassen sich eher von den Klassikern inspirieren. Von daher weiß ich's nicht. Ihr seht, das Spiel nimmt sich auch selber nicht so richtig ernst. Ich glaube, da wollen wir uns ein bisschen mehr darüber erzählen lassen. Wird der Plot auch realistisch sein? Und die Charaktere gut ausgearbeitet? Jetzt reicht's aber. Das musst du schon noch selbst herausfinden. Schade. Ich bin ziemlich Point-and-Click-Adventure-Depp. Werde ich eine Komplettlösung brauchen?
werde ich eine Komplettlösung brauchen? Sicher. Das Spiel wurde extra so schwer gestaltet, dass du es ohne Lösungsheft nicht schaffen kannst. Welches du natürlich über die Homepage zum Vorzugspreis erstehen kannst. Oh, das ist aber prima. Ich glaube, das bestelle ich mir gleich mal. Muss ich Schieberätsel und Klangrätsel lösen? Wer würde so langweilige Rätsel verwenden, außer um Zeit zu schinden? Na gut, wenn du meinst. Und kann ich mir irgendwie die Lösungswege verbauen? Solange die Entwickler nicht geschlampt haben, ist es nicht mal nötig abzuspeichern. Obwohl, das solltest du trotzdem ab und zu tun. Fein, dann mal los. Gut. Also wo waren wir? Ach ja, umbringen. Müssen wir? Nee, ich glaube, das ist nicht unbedingt notwendig. Wer hat euch denn überhaupt engagiert, ihr Witzfiguren? Wer hat euch Witzfiguren denn engagiert? Das war der Pharao. Psst, Mann! Aber wenn wir ihn doch eh töten? Müssen wir? Naja, also wenn ihr mich so fragt, ich würde sagen, nein. Also ich bin da irgendwie so ein bisschen dagegen, dass ihr mich tötet. Oh, bitte tut mir nichts, nee, so. Was muss ich tun, um euch loszuwerden? Uns loswerden? Wir wollen doch dich loswerden. Aber ich denke, wir würden uns ausnahmsweise darauf einlassen, dass du dich freikaufst. Sagen wir, für 20.000 Silberstücke. Wie hört sich das an? Hört sich toll an. Ich habe sogar ein ganzes Silberstück dabei. Jetzt muss ich nur noch die anderen 19.999 auftreiben. Ich habe nur ein einziges Silberstück. Na gut, jeder fängt mal klein an. Vielen Dank und schönen Tag noch. Wir haben hier noch zu tun. Ah, okay. Ja, nette Kerle auf jeden Fall. Was hab ich getan? Ich muss mir mein Silberstück zurückholen. Okay, wir könnten sie... In diesem Zustand völlig ungeeignet, um irgendetwas zu bürsten. Dem Pinsel mit dem Kleiderhaken kombinieren. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ja, wäre auch zu schade gewesen. Stachelig. Wie er das schon sagt. Ja, ich glaube mit dem... Da könnten wir vielleicht sogar was anfangen mit dem Kaktus, aber momentan fehlen uns dann noch die Sachen. Können wir da vielleicht den Pinsel in irgendwie... Ja. Um irgendetwas zu bürsten. Das scheint nicht zu funktionieren. Ein Kleiderhaken aus Beat? Ich glaube nicht, nein, dass es funktioniert. Auch nicht. Wird. Ja, ich probiere einfach mal alles aus. Vielleicht klappt hier irgendwas. Na gut, dann schleichen wir mal weiter hier durch die Welt. Durch das alte Ägypten. Also über die Dialoge muss ich sagen, freue ich mich jetzt schon. Die sind echt richtig lustig. Endlich mal ein Spiel mit guten Dialogen. Nein, du sollst da zurückgehen. Da warst du schon auf dem richtigen Weg. Gibt's hier irgendwas, was ich mitnehmen kann? Nee. Dort oben ist er. Der Palast des Pharao. Da muss ich hin. Ja, ist nur die Frage, wie kommen wir da hin? Das ist unser Haus, glaube ich. Da sollten wir am besten nicht wieder reingehen, oder? Was meinst du, Asil? Höhle des Löwen wäre gerade eine Untertreibung für diesen Raum. Okay, ja, ich glaube, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als dem großen Bazar zu betreten. Schauen wir da, was uns da für skurrile Gestalten erwarten. Haben ja eben schon die beiden Meuchelmörder getroffen, die beiden netten. Die waren ja auch schon sehr amüsant. Ich glaube, ich werde mit dem Spiel eine Menge Spaß haben. So, schön der Bazar, muss ich sagen. Was haben sie da? Gandhi? Nee. Willkommen, junger Mann. Willkommen auf dem großen Bazar. Ich bin Vulkan. Man könnte mich einen Fremdenführer nennen. Wenn du irgendwelche Hilfe brauchst, wende dich einfach an mich. Ich kenne den Bazar wie meine Westentasche. Also mein lilaner Freund, kannst du mir sagen, wie ich Kairo verlassen kann? Ich will zwar Kairo, nee, ich glaube, wir wollen erstmal wissen, wo es was zu essen gibt. Ich habe nämlich Hunger. Wo gibt's hier was Leckeres zu essen? Im unteren Markt, rechts neben dem großen Platz, gibt's Fischburger. Die sind ganz in Ordnung. Und wenn du Wein magst, den gibt es an der Treppe zum großen Platz. Gut zu wissen, also Nordsee gibt's in Kairo auch, sehr schön. Kannst du mir sagen, wie ich zum Pharao komme? Kannst du mir zeigen, wo es zum Palast geht? Danke, ich komme hervorragend alleine zurecht. Komme ich alleine zurecht? Sag mir einfach mal, wie ich Kairo verlassen kann. Ich Kairo verlassen? Am Nil gibt es eine kleine Fähre. Aber zuerst solltest du wissen, wohin du fahren möchtest. Du solltest nicht einfach blind dem Fährmann vertrauen. Naja, meiner Meinung nach. Ah, okay, danke für den guten Tipp. Kannst du mir sagen, wie ich zum Pharao komme? Zum Pharao? Ich glaube nicht, dass dich diese aufgeblasenen Wachen einlassen werden. Die spielen sich immer ziemlich auf. Aber letztens haben wir sie ganz schön rennen sehen, die Angsthasen. Auch sie scheinen sich also vor irgendwas zu fürchten.
Okay, das ist gut zu wissen. Das heißt, wir können die irgendwie vertreiben und dann doch in den Palast kommen. Später dann. Kannst du mir zeigen, wo es zum Palast geht? Gehe einfach durch den Bazar und halte dich dann links. Der andere, der hat aber auch irgendwie ein bisschen Bewegungsprobleme. Der da auf der rechten Seite immer läuft in den Dialogen, läuft immer im Kreis. Danke, ich komme hervorragend allein zurecht. Vielen Dank, bis später. Vielen Dank, bis später. Oh, kein Problem, mein Freund. Na, du bist aber ein ganz netter Kerl. Na, dann betreten wir mal den Bazar. Bazar. Groß Amphore ist doch. Also in mein Zimmer würde sie nicht so gut passen. Wer, sie oder die Amphore? Oder andersrum. Egal. Kann ich hier einfach mal eine Vase klauen? Ich brauche keine Vase. Schade. Ich rede mal mit Fatima. Die sieht doch ganz nett aus. Guten Morgen, Asil. Nett, dass du mal vorbeischaust. Ach, die kennt mich sogar. Was ist denn mit deiner Hand passiert? Das ist ja eine starke Tätowierung. Ja, ich bin auch ein ganz starker Mann, siehst du doch hier. Ein ganz starker Ägypter. Ich weiß, was du diesen Sommer getan hast. Ich weiß, was du diesen Sommer getan hast. Tja, da war schon einiges los gestern. Trotzdem, die Mädels werden auf dich fliegen. Nur eben nicht mehr sehr lange. Oh Mann. Es ist schön, dass das Spiel sich selbst nicht ernst nimmt und auch andere Sachen verarscht. Ich liebe sowas. Kannst du mir helfen, diesen Fluch wieder loszuwerden? Immerhin tröstet mich dein unendliches Mitgefühl. Jetzt jammer mal nicht so. Mein Großvater Al-Ukam, der Grabräuber, hat in seinem Leben angeblich knapp 27 Flüche abbekommen. Ah ja, der Arme. Und lass mich raten, er ist am Ende gestorben. Ja? Und wie erging es deinem Großvater so? Naja, er ist von der Palastmauer gesprungen. Mit seinem einen verbliebenen Bein. Vielleicht war es auch einfach nur ein Unfall. Schließlich war er ja schon erblindet. Erblindet? Aber der Blindheitsfluch hatte auch etwas Gutes. So musste er nicht andauernd seine schwarzen Pocken sehen. Ah, okay, das macht ja Hoffnung, dass wir noch sehr lange und glücklich leben werden. Kannst du mir helfen, den Fluch wieder loszuwerden? Keine Sorge, mit so einem Fluch wäre ich schon fertig. Ja, alleine werden wir den wohl nicht los, also fragen wir sie mal, obwohl ich bezweifle. Naja, wenn ihr Onkel oder ihr Opa da sich auskennt, vielleicht kann sie uns ja da weiterhelfen. Den Fluch wieder loszuwerden? Dir helfen? Moment, das hieße, versuchen in den Palast zu gelangen, sich vermutlich mit dem Pharao anlegen und danach möglicherweise noch Streit mit den Göttern bekommen? Lass mich noch kurz überlegen. Nein, danke, bei aller Freundschaft. Außerdem kann ich hier sowieso nicht weg. Das Geschäft meines armen, kranken Vaters wäre ruiniert. Willst du vielleicht etwas kaufen? Ja, aber allerdings habe ich kein Geld. Ja, das ist hier wahre Freundschaft. Was gibt's denn? Also, ich habe hier getrocknete Klapperschlangen aus Abu Simbel oder die tollen Kleopatra-Duschvorhangringe und ganz neu die Sphinx-Heckenschere. Da kann ich mich ja gar nicht entscheiden. Die Sachen sind ja alle so toll, aber ich glaube, meine Heckenschere könnte irgendwie hilfreich sein. Ich nehme die Heckenschere. Oh, warte, da wurde gerade das letzte Exemplar verkauft. Oh, aber einen Duschvorhangringe wollte ich doch schon immer haben. Duschvorhangringe wollte ich schon immer haben. Einen Moment bitte. Oh, ich glaube, die sind alle reserviert. Oh. Aber getrocknete Klapperschlangen, komm bitte, da musst du doch noch was da haben. Getrocknete Klapperschlangen? Warum nicht? Ich sehe gerade, die könnten schlecht geworden sein. Oh, das ist gemein. Kein Wunder, dass euer Laden pleite geht. Aber echt, hey, wenn hier nur Scheiße verkauft wird, beziehungsweise nicht mal verkauft wird, weil das alles schon vorreserviert ist und so. Kein Wunder, dass euer Laden pleite geht. Naja, die richtig guten Sachen habe ich dir jetzt mal nicht angeboten, wie zum Beispiel die Schatzkarte, denn du hast ja sowieso kein Geld. Eine Schatzkarte? Sie führt zum großen Schatz der Wüste, aber leider ist sie so gut wie unverkäuflich. Warum? Weil sie so wertvoll ist, dass du mir einen ganzen Haufen Gold dafür geben müsstest. Wie wäre es folgendes? Du gibst mir die Karte, ich finde den Schatz und dann zahle ich dich aus. Um die Qualität zu prüfen, müsste ich natürlich erstmal einen Blick drauf werfen. Ich würde sagen, wir schauen erstmal die Karte an. Um die Qualität zu prüfen, müsste ich natürlich erstmal einen Blick drauf werfen. Oh, der Gesichtsausdruck von ihm ist herrlich. Oh, scheiße. Ja, ganz blöd ist die Dame auch nicht. Wie wäre folgendes? Du gibst mir die Karte, ich finde den Schatz und dann zahle ich. Wenn ich mich auf solche Geschäfte einlassen würde, dann wären wir wirklich schon pleite. Oh. Dann behalt doch deine Karte, ich werde auch so reich und mächtig werden. Machen wir es so. Dann behalt doch deine Karte, ich werde auch so reich und mächtig werden. Ganz bestimmt. Ja, schön, dass du das auch so siehst, liebe Fatima.
So, und bevor wir jetzt weiter den interessanten Bazar erkunden, werde ich diese Folge an der Stelle beenden. Das Spiel finde ich richtig lustig, ich muss die ganze Zeit lachen. Macht mir auf jeden Fall eine Menge Spaß, werde ich auch garantiert weiterspielen. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir wieder in das alte Ägypten, wenn es uns wieder in das alte Ägypten zieht. Bis dann wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und ja, wir sehen uns. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Ja, bla bla bla. Ciao.